Guten Morgen, Leute. Heute geht's zum Europapark Rust. Ja, werde ich Proben haben für immer wieder sonntags. Läuft da so ein Bekloppter mit Kapuze auf und filmt sich die ganze Zeit selber und spricht auch mit sich selber. Es geht gar nicht. Okay, ich habe so Hunger. Ich habe total verpeilt, mir was zu essen zu machen. Hört sich auch gut an. Die Maschine ist krass in die Jahre gekommen. Bestimmt schon über 20 Jahre alt. Vertrauenserweckend. Schlüni-Angst. Gefährlich wird es immer, wenn ein Pilot Angst hat. Ja, wenn ein Pilot Angst hat, dann ist immer scheiße. Entschieden, dass die Lederjacke raus ist, denn es sieht nicht so gut aus. Noch Katzen, noch sonst irgendwas, vielleicht genau, um einfach anderen, ne? Wenn du... Mir ist nicht zu helfen. Hey, ihr Lieben, jetzt bin ich fertig. Die Haare waren ein bisschen widerspenstig heute. Das liegt am Wetter. Es ist relativ feucht draußen und das überträgt sich natürlich auf die Haare. Aber wem erzähle ich das? Alle Frauen, die sich ihre Haare machen, Locken rein und so und dann abends weggehen wollen. Ja, bei feuchtem Wetter sind die Locken sofort wieder raus. Heute auch das erste Mal mit Tänzerinnen aufgetreten. Sonst bin ich immer alleine und verlassen. Es macht eigentlich Spaß. Es lenkt ein bisschen von mir ab. Das ist ja das Kuriose, dass man denkt, ja, der ist bestimmt total die Rampensau. Aber eigentlich bin ich relativ zurückhaltend und schüchtern. Und habe auch immer Angst vor solchen Auftritten. Bin super nervös und aufgeregt. Aber auf der anderen Seite, wenn man auf der Bühne steht, dann macht das so viel Spaß. Und beim nächsten Mal denkt man, okay, du bist aufgeregt, aber du weißt, wie viel Spaß es nachher macht. Und ja, das war auf jeden Fall schon immer mein Traum. Ich wollte erst Fischer oder Jäger werden, weil ich gedacht habe, dass man da keine Ausbildung für machen muss. Da war ich 7 oder 8 Jahre alt. Und dann wurde ich je enttäuscht, als es auf einmal hieß, ja, du brauchst eine Ausbildung. Dann dachte ich, okay, dann werde ich Schauspieler und Musiker. Da braucht man zumindest keine Ausbildung. Da war ich schon ein bisschen älter. Stimmt, ich habe auch nichts gelernt, außer mich durchzuschlagen. Los geht's. Seht ihr dann auf YouTube? Hey! Ja, gut, dass ich zu feige bin für sowas. Kann ich immer nur von außen zugucken. Wow! Sehr nice. Hier im Europapark.